In der neuesten Andor-Folge haben wir das erste Mal in einer Live-Action-Serie oder generell in Star Wars Live-Action normale TIE-Jäger starten sehen. Und ich bin so unglaublich froh darüber, denn laut mehreren Quellen wissen wir, dass stinknormale TIE-Jäger nicht auf ihren Flügeln stehen können. Das bedeutet, dass TIE-Jäger in ihren Hangars hängend aufbewahrt werden müssen. Das haben wir schon sehr oft in alten Videospielen gesehen. Live-Action aber nicht wirklich. Deswegen ist das hier wunderschön, wie super in der Serie auf so kleine Details geachtet wird. Für ein weiteres kurzes Star Wars Video wie dieses, klickt hier auf die Endcard.